Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Hofbergmann mit dem Patti. Hallo. So, warte mal. Das ist ja leer, ne? Da kann ich das ja nicht rausfahren. Momentan sind beide Förderbänder nicht in Betrieb. Das andere plane ich jetzt gleich mit dem Merlo. Geht auch, ne? Geht auch. Ich glaube, das tut diesmal dran bis Patti. Mit was? Mit dem Verladen in die Säcke. Was? Na, glaube ich schon. Habe ich das letzte Mal schon gemacht. Ehrlich? Ja. Okay, lass die mal so stehen. Das letzte Fuhre Stroh? Yep. War nicht mehr so viel, ne? Ah. Was war das für ein freudiger Schrei? Der hat kein Shuttle-Control an. Ach so. Mhm. Frechheit. So. Jetzt habe ich mich an das Shuttle-Control gewöhnt, ne? Dann ja. Ist das hier bei dem nicht an. Dann mach's an. Mach's überall bitte an. Geht das so? Naja. Ah, es geht. Ich steck fest. Hilfe. Ich steck fest. Patti? Ich komm hier nicht mehr raus. Patti, was machst du da? Na, ich steck hier fest. Warte, ich guck mal gucken. Na, jetzt bin ich weg. Wo bin ich denn gelandet? Ach, hier, Abfallkisten. Ich stecke fest, hä? Na, wo ich jetzt gerade das Dings abgedeckt habe, bin ich festgebackt. Oh nein. Oh doch. Dem. Oh, das ist Mitlenken, ne? Das ist so ekelhaft. Mag, also wenn ich mich drehen möchte, will ich das doch selber steuern können, weißt du? Voll? Nee. Immer rein damit. Soll ich den Rest reinwerfen? Ja, oder? Wo rein? Was rein? In das getrocknete, also die Gerste trocknen lassen? Ja. Kann man, glaube ich, schon alles reinmachen. So, dann sind die zwei Felder dann auch schon angesät. Sehr gut, Patti. Den Tieren, glaube ich, geht es auch soweit ganz okay. Ja. Saatgut müsste auch demnächst fertig werden. Soll ich das Saatgut gleich in Silo machen? Wir dürfen es nur halt nicht wieder vergessen, ne? Ja, in Silo. Feiert es ja schon, dass man das eigentlich ziemlich gut mit der Innenansicht machen kann mittlerweile mit dem Teleskopplaner. Mag ich. Rühmschüssel war auch noch nicht fertig produziert, glaube ich. Muss ich mal kurz schauen, gucken. Wie kann ich denn die Bremseinstellungen? Niedrige Bremskraft. Ich mache die mal auf 50. Die ist mir tatsächlich zu niedrig bei Merlo. Problem ist immer, du rollst und dann willst du stehen bleiben und ja, dann rollt er halt immer noch, ja. Ja, ist besser. Glaube ich zumindest. So. Gibt's da nicht so eine... Nö. Das gibt's hier nicht. Also. Na gut, dann gibt's das nicht. Ich war der Meinung, hier kann man umstellen, aber kann man nicht.
So, wir können mal gucken. Genau, da war noch was drin. Das ist das, was ich gewusst habe. Wo hast du, weißt du doch, wo du die Rübenschnitzel hingepackt hast? Die Rübenschnitzel in Silo? In Silo rein, okay. Ja. So, schön mittig. Ja, so viel zum Thema schön mittig. Da mache ich schon mal die Bohlen vor bei dem Komposter hier. Mhm. Perfekt. Du machst ja keine Freunde, mein Freund. Das muss ich dir jetzt schon mal so sagen. Hier ist ein Johnny sauber wacht, weißt du? Auf der Bergisch, ne, meine Damen und Herren. Kann ich euch mal sagen. Da lässt er alles rumstehen. Aber hier, ne, da schlägt er alles ab. Niemals nicht. Willst du nochmal gleich was rein tun in die Yonkari? Ja. Hinten oder vorne? Hinten, ne? Hinten müsste es sein, ja. Voll. Voll, 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 voll. Voll, voll. Bremse ist immer noch zu wenig für meinen Geschmack. Gut, dann kommt das restliche Zeug eingelagert, das ist okay. Könnte man natürlich auch einen Anhänger für verwenden, ja, aber muss ja nicht sein. So, was haben wir denn in Merlöne? Na bloß, jetzt passt diese Big Bag Gedöns nicht an den Kramer dran. Es kann sein, dass die noch auf dass du den auf Kompakt hat umstellen musst. Was hast du denn da jetzt geholt, Patty? Was ich geholt habe? Nee, warum stehen die Big Bags rum? Weil ich eine Seemission noch angenommen habe für 10.000 Euro. Und ich will bloß den Dünger hier fix wegschieben. Das ist Saatgut, was du wegschiebst. Nee, hier ist ein Dünger dazwischen. Ah, okay. Das ist der Dünger. Ist ja nicht auch geil, ne? Eigentlich kannst du ja alles in eine Maschine reinpacken, wieder aussehen, hast du auch Beepacks. Jetzt richtig. Bei den 10.000 Euro sind schnell verdientes Geld mit der Yonkari. Ne, das stimmt. Und ein weiterer Schritt zum 700er Fendt. Ja. So, ich lasse jetzt da... Weißt du was? Ich glaube, es ist besser, wenn ich überall so ein bisschen was lasse. So, Plan habe ich drüber gemacht. Ausgemacht habe ich sie auch. Wie sieht denn unsere Mission aus da oben? 92%. Nicht schlecht, Herr Specht. Das läuft. So, dann mache ich den auch da rein. Gut, ich könnte natürlich jetzt schon anfangen... Ja... Geh doch weg. Ist das nicht schön? Es ist total toll. Nicht. Kann man nur so sein. Sollte der extra nichts sagen. Wer hat das gesagt? Sag mir Namen. Nein.
Oh, der Weizen wächst auch schon. Weizengerste? Ach, was weiß ich, was ich da drauf geklatscht habe. Irgendwas habe ich da schon drauf gepackt. Ich glaube schon. Da ist nämlich schon die erste Wachstumsstufe da. Die Plätze verstecken sich irgendwie da überall. Sind wieder welche da? Weiß ich nicht. Also hier vorne, der ist nicht gerade, ist gerade nicht da. Mal sehen, wo es mich wieder erwischt. Wieder erwischt ist auch gut formuliert. Ja, natürlich. Oh. Kleckert er da auch nochmal, der Werner? Sehr gut. Oh, nö, ja. Mach doch nicht diesen. Brauchst du Hilfe am Hof? Weil wenn ja, dann scheuche ich hier CP los. Ja. Doch, ja. Ja. Ich muss gerade mal eine kleine Umstellung machen. Und zwar suche ich das den Arm ausfahren. Hier. Frontalarm einfahren, ausfahren. Die Achse ist mehrfach belegt. Das ist okay. So, guck mal, ob das jetzt läuft. Ah, perfetto. 20 Minuten ist er fertig. Bitte? In 20 Minuten ist er fertig mit Ansehen. In 20 Minuten 10.000 Euro verdienen. Das ist gut. Das ist ein guter Schnitt, ne? In 20 Minuten schaffe ich höchstens, mir eine Pizza zu machen. Das ist richtig. Also wenn du Bock hast, kannst du dir mal fix den Kramer schnappen, vorne umkonfigurieren und mit dem Loader dann die gucken, dass die Big Bags rauskommen hier. Boah, ist das geil, Alter. Das macht echt Spaß, muss ich sagen, ne? Innenansicht, Joystick. Geiles Ding, ey. Ui. Ui? Ui. Sieht's denn hier eigentlich aus, Leute? Gut. 2700 Liter. Nicht so viel, ne? Ist da noch was drin eigentlich? Wir haben doch gerade den Traktor frei. Wo ist er? Hier. Wo ist es fast? Irgendwo muss es sein. Ah, mach mich nicht tot. Dich weg, doch! Ich hab bloß den kleinen Traktor. Dann schicke ich den nämlich gleich mal zur Ölmühle. 1, 2, 3, Deutsch. Gesundheit. Schicke ich den zur Ölmühle hoch, hol das Öl. Und mach gleich wieder mal neuen Sprit. Guter Plan, Paddy, guter Plan. Ich weiß, deswegen hasst er mich. So, das passt auch. So, wie viel ist da noch drin? Und irgendwann wird da auch nichts mehr reingehen, wenn die Big Bags nicht rausgenommen werden. Mein Gott, rast das Ding hier lang. Wer denn? Jenny und Yonkari. Achso. Doch gut, wenn es läuft.
Ja, habe ich mir doch gedacht, dass es kommen wird so. Ich muss da mal ganz kurz wechseln. Ah, Maus. Ah! Bin unschuldig, ne? Also. Ja, ja. Sowas von unschuldig. Tucker, 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 tucker. So, gut. Meine Damen und Herren, wir werden morgen dann mit der Verladung beginnen. Für heute sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Nicht tschüss sagen, Paddy? Tschüss. Okay.